Wie kannst du deinen Songs beim Abmischen eine authentische Räumlichkeit geben, sodass man beim Anhören das Gefühl hat, dass man eintaucht in die Musik? Hallo und herzlich willkommen, liebe Producer. Tiefenstaffelung und Räumlichkeit sind unglaublich wirkungsvolle Themen beim Abmischen. Wir haben in unseren Mix-Feedbacks festgestellt, dass genau das häufig im Home-Studio eine große Herausforderung darstellt. Und deswegen wollen wir uns heute mal anschauen, was Räumlichkeit für Musik eigentlich bedeutet und wie wir sie authentisch umsetzen können im Mix. Und genau diesem Thema widmen wir uns ausführlich im neuen Modul in unserem Videokurs Mixing Principles auf meinhomestudio.de. Also wenn du tiefer in das Thema eintauchen möchtest, findest du dort neue, ausführliche Lektionen von mir rund um dieses Thema und mit Projekten zum Download, zum Üben und Nachvollziehen. Link dazu steht unter dem Video in der Beschreibung und wir legen mal los und verschaffen uns einen Überblick zum Thema Räumlichkeit. Also, was ist denn Räumlichkeit? Musik wurde historisch für bestimmte Räume komponiert, in denen sie sich entfalten kann und die sie auch in Szene setzen. Zum Beispiel große Choräle für Kirchen, Kathedralen oder Konzerthallen, in denen die Harmonien auch lange nachklingen und sich entfalten können. Funkmusik oder Bebop würde in solchen Räumlichkeiten gar nicht funktionieren, weil die schnellen Harmoniewechsel entsprechend verwaschen würden. Das ist für kleinere Räume geschaffen. Also, unterschiedliche Arten von Musik brauchen auch unterschiedliche Räume, um zu wirken. Und für uns fühlt sich das ganz natürlich an, vom Raum etwas zu hören, während wir die Musik hören. In der digitalen Musikproduktion ist eine unserer Aufgaben deshalb das authentische Gestalten von Räumlichkeit. Und wenn uns das gut gelingt beim Abmischen, kann der Hörer wirklich eintauchen, die Musik fühlt sich real an und er kann alles um sich herum vergessen. Und dafür haben wir beim Abmischen jede Menge Möglichkeiten, um genau das zu gestalten. Zum Beispiel den Raum zu gestalten in seiner Größe, seinem Volumen, der Beschaffenheit, wo wir positioniert sind im Raum etc. Und beim Umsetzen der Räumlichkeit können wir sowohl die Stereobreite als auch die Tiefenstaffelung gestalten. Beim Gestalten der Stereobreite können wir unsere Spuren also einerseits im Panorama positionieren, Zentrum, weiter links oder weiter rechts, aber auch deren Stereobreite einstellen, also wie viel von der Stereobreite jede Spur einnimmt. Bei der Tiefenstaffelung hingegen geht es um die Positionierung der Instrumente im Raum, also welche Instrumente sind näher dran am Hörer, welche sind vielleicht weiter weg und wie viel hören wir eigentlich von der Räumlichkeit. Und bevor wir uns gleich konkrete Techniken anschauen, mit denen wir das alles umgesetzt bekommen, wollen wir uns zuallererst anschauen, wie es denn klingt, wenn es ungünstig umgesetzt ist. So klingt's, wenn die Räumlichkeit fehlt im Mix. Ja, dann wirkt das Ganze irgendwie flach. Dann fehlt's in der Musik an Tiefe und an Kontrasten, sodass alles wie aufeinandergelegt wirkt. Ja, ich packe meine sieben Sachen und mach mich aus dem Stau. So klingt's hingegen, wenn wir zu viel Räumlichkeit bzw. auch die falschen Räume verwenden. Dann entsteht geradezu ein Brei von Hallfahnen, die Harmonien verschwimmen ineinander und alles klingt irgendwie verwaschen. Wenn die Räumlichkeit also ungünstig umgesetzt ist, klingt das alles nicht stimmig, fühlt sich nicht richtig an und es nimmt uns die Erfahrung, in die Musik einzutauchen. Und damit das nicht passiert, wollen wir uns mal einen Überblick über die Möglichkeiten verschaffen, die wir beim Gestalten der Räumlichkeit haben. Und zu Beginn steht dabei immer die Frage, in welchen Raum wollen wir die Musik denn packen? Für welchen Raum wurde sie denn komponiert? Wo passt sie rein? Ja, welche Art von Raum würde für diesen Song hier authentisch wirken? Ja, ich packe meine sieben Sachen und mach mich aus dem Stau. Für mich persönlich hat dieser Song Panama von Matti eine Konzertatmosphäre, mittelgroße oder große Bühne. Hierbei soll also nicht super viel vom Raum zu hören sein, wir sind hier also nicht in der Kirche oder so, aber es soll trotzdem genug Hall da sein, dass wir ja, die Instrumente in Szene setzen können und eine ordentliche Tiefenwirkung haben. Die Räumlichkeit hierfür soll für mich warm und gedämpft klingen, aber gleichzeitig möchte ich auch, dass es breit wirkt, also dass die Instrumente viel in der Stereobreite einnehmen. Und wenn die Frage des Raums geklärt ist, können wir uns an der nächsten Stelle fragen, wo wollen wir denn die verschiedenen Spuren im Raum platzieren? Welche finden nah an uns dran statt, welche sind weiter weg? Die wichtigsten Spuren sollen hierbei nah an uns stattfinden, also in der Regel sind das zum Beispiel die Main Vocals, Kickdrum, Bass und Snare zum Beispiel. Die werden in der Regel in der Stereobreite auch im Zentrum, in der Mitte platziert. Instrumente, die wir hingegen weiter weg von uns positionieren können, sind zum Beispiel sowas wie Pads oder vielleicht Percussions, manchmal auch kleinere Instrumente, die nur Einwürfe spielen, vielleicht eine kleine Orgel oder vielleicht ein Klavier, das viel Hall hat, könnte auch ein bisschen weiter weg sein. Ja, wenn das geklärt ist, geht's in die Umsetzung. Was sind denn jetzt unsere Mittel und Techniken, mit denen wir das in die Praxis umsetzen können? Zuallererst haben wir dafür den Pegel, also die Lautstärke-Einstellung. Näher dran heißt lauter, weiter weg heißt leiser. Für die Gestaltung der Stereobreite und Positionierung der Instrumente steht uns der Balance Panner an der Spur zur Verfügung. Ja, ich packe meine sieben Sachen und mach mich aus dem Stau. Wenn wir in Cubase mit der rechten Maustaste auf diesen Balance Panner klicken, können wir den Stereo Combined Panner auswählen und der gibt uns die Möglichkeit, den linken und rechten Kanal im Stereobild separat voneinander zu platzieren und es zum Beispiel auch schmaler zu machen.
Außerdem haben wir in den Plugins von Cubase unter anderem den Stereo Enhancer zur Verfügung, mit dem wir künstlich verbreitern oder Signale schmälern können. Und für komplexere Anwendungen steht uns in Cubase auch der Imager zur Verfügung, mit dem wir das Ganze in 4 verschiedenen Frequenzbändern tun können und jeweils entscheiden können, wie breit wir unser Signal darin haben wollen. Ja, damit lässt sich also die Stereobreite der Signale super beeinflussen und mit dem Panner auch die Stereopositionierung. Aber wie ist es denn jetzt mit der Tiefenstaffelung? Welche Möglichkeiten haben wir denn außer der Lautstärke, um Instrumente nach hinten oder nach vorne im Mix zu bewegen? Vielleicht fallen uns an dieser Stelle direkt Effekte wie Reverb oder Delay ein. Mit solchen Räumlichkeitseffekten können wir also viel vom Raum gestalten. Wie groß der Raum ist, wie lang die Nachhallzeit ist, wie die Dämpfung passiert und so weiter. Die lassen sich dann also zu unseren Spuren zumischen und wir entscheiden, wie viel wir von der Räumlichkeit hören wollen und wie viel vom Originalsignal. Und die ganzen Einstellungsmöglichkeiten hier können wir nutzen, um unsere Räume authentisch zu gestalten und zum Beispiel eine Balance zwischen den Early Reflections und dem Tail zu finden. Aber was das ist und wie man das alles macht, führt in diesem Überblicksvideo Stückchen zu weit und das schauen wir uns im Detail im Kurs an, im Modul 2. Räumlichkeitseffekte werden beim Abmischen auch typischerweise als Scent-Effekte verwendet. Was das ist und wie wir das in Cubase in der Praxis einrichten können, zeige ich ebenfalls in der Lektion. Aber Reverb und Delay sind bei weitem nicht die einzigen Effekte, mit denen wir die Tiefenstaffelung gestalten können. Wir können beim Abmischen nämlich auch einen physikalischen Zusammenhang nutzen, der unglaublich wirkungsvoll für die Tiefenstaffelung ist. Ja, das ist folgender. In der realen Welt hören wir von Schallereignissen, die nah an uns stattfinden, anteilig mehr von den Höhen und Tiefen, als wenn Schallereignisse weiter weg stattfinden. Und beim Abmischen stehen uns viele verschiedene Audioeffekte zur Verfügung, mit denen wir das umsetzen können, sodass Instrumente, die weiter weg von uns positioniert werden, eben weniger von den Höhen und Bässen haben und wenn sie näher dran sind, mehr davon bekommen. Und neben dem Pegel können wir dafür unter anderem nutzen den Equalizer, Exciter, Saturation, Distortion und auch hier Delay und Reverb. Im Videokurs auf meinhomestudio.de schauen wir uns das alles in dem zweiten Modul Schritt für Schritt in Cubase an. Aber ich möchte es an der Stelle trotzdem mal kurz illustrieren. Hören wir es uns wieder an den Hörnern an. Also, wenn wir die Hörner weiter weg positionieren wollen, senke ich den Pegel ab, nehme was aus den Höhen und Bässen weg und füge mehr von den Reverbs hinzu, die mehr von der Räumlichkeit mitbringen. Wenn ich die Hörner stattdessen näher ranholen möchte, hebe ich den Pegel an, gebe was in den Höhen und Bässen dazu, mache auch die Höhen ein bisschen dichter, hier in dem Fall durch Distortion und Saturation, und ich nehme ein bisschen was von den großen Räumlichkeitseffekten weg und gebe eher welche hinzu, die Nähe suggerieren. Auf diese Weise hängt die Tiefenstaffelung also direkt zusammen mit unserem Frequenzspektrum bzw. wie dicht das Signal da jeweils ist. Ja, aber selbst wenn wir all das wissen und kennen, fällt uns das relativ schwer umzusetzen, wenn wir es im Homestudio nicht gut hören können. Und das ist der dritte große Punkt, den wir uns im Kurs anschauen, nämlich wie wir die Abhörsituation dahingehend verbessern. Die Räumlichkeit, also Tiefenstaffelung und Stereobreite, lassen sich über Kopfhörer in der Regel nicht so gut abhören wie über Monitore. Der Grund dafür ist unter anderem der sogenannte Crosstalk, also dass wir über die Monitore tatsächlich was vom rechten Signal ins linke Ohr bekommen und vom linken Signal ins rechte Ohr, was über Kopfhörer in der Regel nicht geht. Aber genau dieser Crosstalk hilft uns in der realen Welt tatsächlich Dinge zu orten und auch die Größe von Räumen einzuschätzen. Deshalb lohnt es sich beim Abmischen der Räumlichkeit über die Studiomonitore zu arbeiten und da kann man ein, zwei Dinge tun, um das Ganze zu optimieren, damit man das auch gut wahrnehmen kann. Und als Alternative dazu gibt es sogar die Möglichkeit, dieses räumliche Wahrnehmen über Kopfhörer zu simulieren, sogar mit Crosstalk, zum Beispiel mit Plugins wie Immerse Virtual Studio. Für das Nutzen dieses Plugins muss man einen kostenlosen Account einrichten und kann über das Smartphone dann die eigenen Ohren abscannen, sodass hier ein Profil der Form der eigenen Ohren angelegt wird. Also alles wird dann für die eigenen Ohren simuliert. Und wir können hier drin zusätzlich unser Paar Kopfhörer auswählen, mit dem wir abhören, sodass also genau die Wiedergabefunktion dieses Kopfhörers mit einbezogen wird. Und wie das funktioniert und wie wir das nutzen können, schauen wir uns ebenfalls im Kurs an. Ja, das als Überblick über das Gestalten der Räumlichkeit mit Tiefenstaffelung und Stereobreite. Wenn du dich tiefer mit dem Thema beschäftigen willst, Link zum Pro-Member-Bereich steht unter dem Video in der Beschreibung und die Lektionen sind bereits jetzt alle online. Ja, ganz viel Freude beim Abmischen und beim Gestalten der Räumlichkeit. Und wenn dich interessiert, wie du beim Abmischen die richtigen Lautstärkeverhältnisse zwischen Spuren finden kannst, schau gerne mal in dieses Video hier. Bis zum nächsten Mal, eine kreative Zeit, macht's gut.